Ich grüße Sie herzlich aus Bremen, wo heute unsere Reihe Wissenschaft kontrovers mit einer Fishbowl-Diskussion über die digitale Revolution gestartet hat. Neben mir steht Professor De Corsi von der Uni Bremen, Experte für kooperative Kommunikationstechnologien. Ja, Herr De Corsi, wie hat es Ihnen denn gefallen hier, die Diskussion? Wie war es denn? Also ich fand es eine sehr offene Diskussion in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Ich denke, die Fragen, die gestellt worden sind, haben auch mir als Technologe gezeigt über das, was man alles an digitaler Revolution für Risiken sieht, welche Chancen man dahinter sieht, wurden sehr breit diskutiert. Ein großer Blickwinkel, den wir adressiert haben, war der Einfluss der digitalen Revolution in die Wirtschaft. Auf der anderen Seite natürlich auch entsprechend in die Gesellschaft. Und insofern, denke ich mal, war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Jetzt habe ich noch eine ganze Reihe anderer Fragen für Sie. Wie kooperiert man denn eigentlich im Netz? Also Kooperation im Netz ist eigentlich, sage ich mal, im Begriff Netz selber schon beinhaltet, weil ein Netz heißt ja letzten Endes, dass die verschiedenen Instanzen eines Netzes miteinander kooperieren, sonst würde es ja kein Netz geben. Was wir jetzt im Bereich der kooperativen Kommunikation an Technologien in dieser Hinsicht erforschen, ist vor allen Dingen, wie verschiedene zum Beispiel Sensoren hier untereinander kooperieren, um beispielsweise hier deutlich schneller zu einer Entscheidung zu kommen. Ich nehme ein Beispiel, Sie messen Umweltgrößen, Sensoren sind verteilt in einem See, jetzt wird irgendwo Öl gemessen, diese Sensoren kooperieren untereinander, um beispielsweise Ihnen ein ganz klares Bild zu geben, wie weit der See verschmutzt ist. Das ist über Kooperation zwischen diesen Instanzen möglich, das heißt, Sie haben dort ein Sensornetz. Und damit sind wir wieder bei dem Netz, heißt auch gleich Kooperation. Was genau ist jetzt das taktile Internet, was Sie auch eben erwähnt hatten? Das ist, sage ich mal, was versteht man zunächst einmal unter taktil? Taktil kommt ja vom lateinischen tangere und heißt berühren. Das heißt letzten Endes das passive Berühren. Da gibt es den anderen Begriff der Haptik. Haptik heißt letzten Endes die aktive Berührung. Und das taktile Internet ist jetzt letzten Endes die Tatsache, dass der Mensch durch die Technik fühlt. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Über das taktile Internet ist es möglich, dass ein Operateur aus der Distanz eine Person operiert. Ja, entsprechend haben Sie dort letzten Endes, der Operateur fühlt, wie wenn er selber direkt vor Ort wäre, ist aber an einem ganz anderen Ort. Er fühlt also durch die Technik, die dort im Operationssaal installiert ist, wie wenn er selber dort wäre. Und diese Technologien, die dazu notwendig sind, gerade auf Bereich der Kommunikationstechnologien, das beschreiben wir mit dem taktilen Internet. Ihr Statement im Internet, Ihre Position, da ging es auch darum, nicht nur über eine digitale Revolution, sondern auch Evolution. Was ist der Unterschied oder wo ist das Wortspiel digitale Evolution, Revolution? Also da möchte ich erstmal sagen, das ist jetzt rein die technologische Sicht. Als Technologe differenziere ich an der Stelle. Wenn ich von einer Revolution rede, dann rede ich beispielsweise von der Tatsache, dass wir heutzutage, Beispiel taktiles Internet, den Menschen deutlich stärker in diese digitale Welt integrieren. Beispiel gerade eben Tastsinn. Das ist für mich von der technologischen Seite her eine Revolution, weil wir dazu Technologien benötigen, die es heutzutage von der Kommunikationsseite her, vom Funk her nicht gibt. Beispiel hier, ganz klar, es sind Technologien notwendig, die eine deutlich höhere Zuverlässigkeit und deutlich geringere Latenzen haben. Das ist technologisch revolutionär. Für mich ist aus der technologischen Sicht die Tatsache, das, was wir normal unter digitaler Revolution verstehen, etwas Evolutionäres. Hier geht es eher darum, dass wir, sage ich mal, den Umgang mit den Daten lernen, sowohl wirtschaftlich wie aber auch gesellschaftlich. Technologisch haben wir aber bereits die Dinge geschaffen, um diese Daten überhaupt zu generieren, sprich Smartphone. Ja, dort werden sich zwar weitere evolutionäre Schritte ergeben, wir werden dort Schritt für Schritt noch etwas besser werden, ja, beispielsweise schneller werden, ja, in der Übertragung etc., aber die technologische Revolution steckt für mich vielmehr in der Tatsache, dass wir den Menschen hier technologisch in die digitale Welt integrieren. Und daher dieses Wortspiel mit dem R in Klammern rein jetzt aus der technologischen Sicht betrachtet. Alles klar. Von den Entwicklungen, die Sie gerade im technologischen Bereich sehen, können Sie da sagen, welche gefällt Ihnen am besten oder worin sehen Sie die meisten Chancen, das größte Potenzial und welche denken Sie, oh, da lasse ich lieber die Finger von?
Also ich denke, der entscheidende Punkt, da zu differenzieren, liegt darin, welche Technologien sind für den Menschen wirklich nutzbar. Ja. Und wenn ich jetzt gerade wiederum dieses Beispiel taktile Internet betrachte, ich denke, das ist ein sehr großer Nutzen beispielsweise im medizinischen Bereich, habe ich vorher ja schon angesprochen. Oder nehmen Sie das Beispiel Fukushima. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn nicht die Menschen dort in das Kraftwerk geschickt worden wären, um das alles zu reparieren, sondern Roboter, aber gesteuert von Menschen. Und damit brauchen Sie aber letzten Endes dieses Feedback auch im Sinne des Tastsinnes, des Haptischen, um das alles genauso zu machen. Das sind für mich also Technologien, die irgendwo für den Menschen sowohl in medizinischer wie jetzt auch hier so in Katastrophensituationen sinnvoll einsetzbar sind. Wo ich meine Grenzen setze, ist die Tatsache, dass wenn man den Menschen so in die digitale Welt integriert, dass man dadurch den Menschen an sich selber in seiner Aufgabe ablöst. Also künstliche Intelligenz beschäftigt sich ja schon lange so mit diesem Thema. Da sehe ich ganz klar das Unterscheidungsmerkmal im Hinblick auf, welche Technologie nutzt wirklich den Menschen, um auch beispielsweise den Lebensstandard etc. weiter zu erhöhen. Wenn auch Sie Ihre Frage rund um die vielen Themen der digitalen Gesellschaft an dieser Stelle beantwortet haben wollen, ist das möglich, denn wir werden in der Reihe Wissenschaft kontrovers immer vor den tatsächlichen Veranstaltungen, also Fishbowl-Diskussionen, Nachtcafés, Barcamps, in die Community reinfragen, was sind eure Fragen? Wir haben hier Experten vor Ort und die werden die Antwort geben, nämlich, wie gerade Herr De Corsi, per Video Antwort. Und was mich jetzt besonders noch interessiert, wäre auch, Herr De Corsi, haben Sie denn nicht auch noch eine Frage nach da draußen an alle, was Sie jetzt beschäftigt, was Sie an Feedback von der Gesellschaft haben möchten? Ja, danke. Sehr gerne. Und zwar, ich habe es ja jetzt gerade angesprochen, wir sind dabei, technologisch, sage ich mal, den Menschen deutlich stärker in diese digitale Welt zu integrieren. Ich habe kurz auch die Vorteile dieser Entwicklung angesprochen, die mich persönlich auch motivieren, an diesen Technologien weiter zu erforschen. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, inwieweit hier jetzt auch die Gesellschaft letzten Endes hier einen Bedarf sieht, die einzelnen Menschen, weil wir sind uns natürlich als Technologen auch immer bewusst, jede dieser Entwicklungen hat ihre Vor- und ihre Nachteile. Und ich denke, gerade wenn es jetzt um diese Integration des Menschen geht, wäre ich sehr dankbar, hier Rückmeldungen aus der Gesellschaft, aus der Bevölkerung zu erhalten, wie weit wirklich diese technologischen Wege beschritten werden sollen. Herzlichen Dank. Dankeschön auch. Tschüss. Tschüss.